Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, und hier liegt sein Bruder. Haben wir hier denn noch irgendwas anderes Tolles? Was? Da war doch gerade was. Untersucht. Och nö, Leute, echt jetzt? Ich hab das schon jetzt schon verstanden. Gott, bitte. Ja, dann mach doch. Ja, und nur wie kann ich das. Ja, ich kann ihn untersuchen. So, ja. Hier. F. Ist nicht richtig oder was? Alles ist drückt. Alles klar. Och nö, komm. Jetzt haben wir Schlüssel. Ludwig. Nein, er kann das nicht. Begreift ja wohl, dass die nicht mehr alle ganz fit im Kopf sind, wa? Der dackelt mir hinterher wie so ein Vollhorst. Oh, den hatte ich fast übersehen. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Lämpchen aus. Ich kann leider nicht vorlesen. Ist aber, glaube ich, auch jetzt nicht mehr richtig. Irgendwelche Tagebucheinträge von der Frau wahrscheinlich, denke ich mir mal. Genau, die uns die geilen Upgrades verkauft. Gehen wir auch eben hin und speichern. Ich hab's gewusst. Wie, dass du da landest? Ja, das habe ich auch gewusst. Moin, Stella. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Ja, hier ist immer was, was ich gebrauchen kann. Ja. Nur was mir leider fehlt, ist deine Munitionsauswahl, die hier nicht vorhanden ist. Hier entlang, bitte. Ja, weiß ich. 8000, so. Mal gucken, was ich damit machen kann. Okay, jetzt ist meine Armbrust. Ich hab die ja jetzt gefunden. Da. Siehst du, jetzt kannst du da was für machen. Reichweite nach Landgeschwindigkeit. Aber ich dachte jetzt irgendwie was Cooleres. Mehr Bolzen oder so. Das gibt ja mir da eine Feuerrate nachher. Das kann ja schon mal nicht verkehrt sein. Mehr Schaden. Das kostet aber auch arschteuer. Reichweite, ja, das kann irgendwie. 4000 Punkte haben wir noch. Fitness, nehmen wir was anderes Tolles. Lebensenergie 5000. Nahkampfschaden. Spritzenwirkung 9000. Leck mal Arsch. Reserve. Ah ja, hier. Qualenbolzen.
Spritzen habe ich nicht mehr genug. Das ist wichtig. Streichhölzer sind, finde ich, richtig wichtig. Ja, ein paar gute Upgrades geholt. Ah, hier ist langsam gehen, ja. Weißt du, in Strafanstalten und so, da darf nie auf dem Flur gerannt werden. Was hat sie denn? Hat aber einen knackigen Arsch. Ja, wie? Ja, geil. Hallo. Uschi. Ich möchte bei dir speichern. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, geht nicht. Geil. Ach, leck mir am Arsch. Kann ich denn jetzt nicht mehr rennen? Hallo? Ja, dann nicht. Dann düdeln wir da ganz gemütlich wieder hin. Was ist hier denn jetzt los? Hallo? Hä? Okay, hier ist irgendwas faul. Gerade. Ich kann mich nur schleichend fortbewegen. Wollte ich immer schon mal gucken, was ist. Kann ich da? Wo führen Sie mich hin? Alles klar. Sie reden wohl nicht viel. Side Story. Oh. Hier dann. Ein Blick hinter die Kulissen. Die will mich vernaschen. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Ja, habe ich. Ja, brauchst du nichts wie so. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Welche? Weiß ich nur nicht. Was ist da drin? Kaubonbon? Kältebolzen. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Das war schon eine sexuelle Stimme. Jetzt kann ich sicher speichern, oder? Ja, guck. Ah, das möchte ich. Das gefällt mir doch schon besser. Hab ich jetzt überhaupt gespeichert? Ja. Hab ich. Gut. Das ist schon so komisch, Alter. Warum konnte ich denn nur, ja, kurz vorm Spiegel. Warum konnte ich denn nicht sprinten? Da war ja schon vornherein was faul. Ashley, irgendwie ist er. Ach, du hast doch gar keine Ahnung. Du bist am Leben vorbeigelaufen, so. Hilfe! Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Aber jetzt im Rhein. Ich möchte das Zeug da nehmen. Danke. Notiz von Dorfbewohner. Sie haben Norman umgebracht. Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich die Nächste. Oh Gott. Also hier ist anscheinend eine Menge passiert. Oh. Riecher da.
Hatchet ist mir aber wichtig. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Oh. Danke. Ist da auch noch was drin? Ja, aber. Also heute haben wir es ja, wa? Ach, Streichhölzer. Geile Sache. Gut, dass ich das abgegradet habe. Mehr mitnehmen kann. So. Das lohnt es sich wohl anzuschauen. Geile Textnachricht, ja. Ja, man muss auch alles mitnehmen, ja. Ich will hier auch nicht so durchrushen. Das würde ich auch nicht machen, wenn ich hier alleine spiele. Weil man hat sein Geld ja investiert für so ein Spiel. Und die Leute haben sich auch Mühe gemacht, so ein Spiel zu konzipieren, zu machen und so weiter. Da kann man auch alles mitnehmen. Ist ja auch immer so ein Ziel. Also möglichst viel mitnehmen. Alles mitnehmen ist ja immer so eine Sache. Aber möglichst viel mitnehmen. So, was ist hier jetzt? Wo soll denn jetzt hin? Hier sind überall Flaschen. Das sagt mir schon mal, dass hier Munition drin ist. Das reibt mich. Munition ist immer top. Mies. Third Person kann man ja echt mies. Lunzen, ne? Hier ist auch nichts. Was ist denn hier los? Da kann ich mich jetzt verstecken. Er ist da runter. Ja, das ist doch voll Mongo, ist das. Warum geht man in den Keller? Hallo? Überall Monsters und so und Viecher und alle, die umbringen wollen, dann gehst du doch nicht in den Keller. Sicherlich, ja, sicherlich. Und ich schieb natürlich Gefäß von mir. Ja, Wolski, Harpunenbolzen. Ja, hier geht's gleich runter, ich sag es euch. Noch mehr Streichhölzer. Das hab ich schon. Gehst doch mal weg, du Mongo. Wow. Eine Patrone. Schön in den Koffer. Unbegreiflich. Das kann alles nicht sein. What the fucking hell ist das? Ach, toll. Kontrollpunkt. Gott sei Dank im Himmel. Rotlichtmilieu. Wir noch was finden sollen. Das auch nachladen. Ich will aber den Bolzen haben. Danke. Alter, und der stolpert da genauso behindert nochmal rüber. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hier ist was. Beruhige dich. Das ist unsichtbar. Ich sehe. Etwas Schreckliches. Bleib ruhig! Ach ja, genau, unsichtbar. Nein, nein! Du musst keine Angst haben. Fuck, ich sehe ihn wieder nicht. Ja, ja. Unheimlich, unheimlich! Ja, Schnauze. Nein! Bleib genau hier! Ah, warte mal. Hier ist was. Beruhige dich! So, moin. Zack. Ist es vorbei? Hier zu bleiben wäre Selbstmord.
Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Hm. Wie bittert der läuft. Geil, Alter. Komm nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Ja, ja, ja. Alles easy. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Ist da in dem Schrank noch was? Sonst ist hier ja nichts, ne? Gut, dass ich die Axt noch hatte. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Der macht Jain drauf richtig cool, wa? Was zur... Ach du Scheiße. Doktor? Leslie? Fuck. Ja. Besser kann man es auch nicht sagen als fuck. Nee, ne? Schon wieder so eine Pampe. Was geht hier vor? Läuft auf jeden Fall. Oh. Badespaß mit den Kindern. Lecker schmeckt. Oh. Die habe ich scheiße, die habe ich zu spät gesehen. Leck mich doch, verdammt. Denke mal, wenn ich eine Tür aufmache, kommt da sowieso noch ein Viech raus, oder? Oder die sind verschlossen. Das ist natürlich offen. Was eine Kacke. Warum ist das nicht zu?
Sieht echt nach einem Heidenspaß aus. Dumm. Das war richtig scheiße, Mann. Das war richtig kacke, war das. Sorry, aber muss ich selber sagen, dass das richtig schäbig war. Tut mir leid, damit endet leider die Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein.